Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Funtime. Und ich habe was Neues, also was Neues Altes, das hier gibt es schon ein bisschen länger. Das Ganze nennt sich dann Lego Ninjago Master of Spinjitzu Abenteuer selbst gebaut. Die größten Duelle. Zum Preis hier steht statt 22 Euro jetzt 14,95 Euro. Und dann erstmal vorweg, wo ich es her habe. Das Ganze hier habe ich jetzt in Rufu Kinderland gekauft. Aber das Ganze gibt es auch bei Amazon, auch für denselben Preis, 14,95 Euro. Ein Link dorthin werde ich euch in der Videobeschreibung teilen. Wie gesagt, das Ganze hier ist schon ein paar Jährchen älter. Und wie alt und was alles hier drin ist, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt alles mal in Ruhe an. Wir bekommen hier drin, hier oben steht es, mit Minifigur, Nier und exklusiven Hoverbike, Poster und Lesezeichen sogar. So sieht das Ganze dann von der Seite aus. Wir sehen, Hersteller ist DK. Und so sieht es dann rein da auf der Rückseite aus. Nochmal ein paar mehr Infos. Wie gesagt, hier drin geht es ja darum, wie wir unsere Ninjago-Sachen selbst zusammenbauen können. Hier sehen wir der Originalpreis 22 Euro. Das Ganze stammt aus dem Jahr 2019. Dann holen wir die zwei Sachen mal aus dem Schuber raus. Das ist nur so ein dicker Pappschuber, auf jeden Fall auch schön stabil. Dann haben wir hier, ich glaube, das sind komplett unsere Lego-Teile. Und hier haben wir dann Abenteuer selbst gebaut, die größten Duelle. Ich würde mal sagen, wir blättern hier drin etwas rum. Wir haben dann einmal natürlich ein Inhaltsverzeichnis und wir sehen es direkt schon. Richtig schöne alte Lego Ninjago Minifiguren. Hier haben wir einmal unsere Nia und dann die Bauanleitung für das Motorrad bzw. das Hoverbike, so wie es hier selbst genannt wird. Das Ganze zieht sich schon ein bisschen hin. So, 24 Bauchabschnitte. Ja, bauen wir gleich noch zusammen. Hier sehen wir, es geht natürlich hier drum, Abenteuer selbst gebaut. Hier haben wir eine kleine Anleitung. Das hier ist unser Barney, der Baumeister mit dem schönen B. Der begleitet uns durch dieses komplette Buch. Hier haben wir dann erstmal eine Auflistung von verschiedensten Steinen. Normale Steine, aber auch ein paar Sondersteine, wie wir hier sehen. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Es sind, wie gesagt, ganz simple Sachen mit dabei, wie wir das alles zusammenbauen. Hier haben wir zwei Sitzgelegenheiten, einen Tisch und hier halt auch nochmal so ein Empfangsdresen, was ich sehr cool finde, ist hier. Das soll so eine Katze darstellen. Auf jeden Fall alles mal nicht schlecht gemacht. Von den Bautechniken her, ja, wir lernen ein, zwei neue Sachen kennen. Das hier finde ich zum Beispiel cool. Da können wir so einen Fallboden selbst bauen. Wird dann eigentlich auch alles relativ gut beschrieben. Ich blätter jetzt einfach mal ein bisschen schneller. So, Kapitel 2 ist dann die Geisterarmee. Auch sehr coole Sachen. Also sieht wirklich aus, es könnten stellenweise richtige Set sein. Aber hier wird einfach nur beschrieben, wie ihr verschiedene Bautechniken verwendet, um dann dementsprechend eure eigenen Abenteuer zu bauen. Kapitel 3, Luftpiraten. Ich blätter jetzt mal. Kapitel 4, die Vermilion, auch sehr coole Sachen mit dabei. Fahrzeuge, Gebäude. Kapitel 5, Kamadons Motorradgang. Auch hier finde ich sehr cool. So ein Essensladen, hier gleich direkt mal zwei. Wie gesagt, darum geht es einfach. Hier ist halt wirklich, geht es ums Selbstbauen von verschiedenen Gebäuden oder Fahrzeugen rund um Ninjago. Also es gibt ja auch diese anderen Bücher, wo dann mehr um die Minifiguren geht und wo man sie herbekommt. Das ist das erste, also das Buch. Und dann haben wir hier, weiß gar nicht, Box mit Nier Minifigur. Exklusiven Hoverbike und Ninjago Poster und Lesezeichen. Das Ganze ist hier einmal verklebt. So ein Siegel. Und dann schauen wir mal. Sehr schön. Das hier dürfte dann nicht unser Lesezeichen sein.
scheint eher so ein Poster. Dann sehen wir halt so ein bisschen, was uns halt auch selbst im Buch erwartet. Die andere Seite ist dann einmal leer. Ah, das ist auf jeden Fall cool. Hier haben wir zwei Lesezeichen mit dabei zum selbst raustrennen. Unsere zwei Lesezeichen, einmal Nier und einmal Lloyd, auch relativ cool. Von der Rückseite leider nicht bedruckt. Aber das ist immer ganz praktisch, wenn man sich irgendwie Seiten markieren möchte. So, ihr beiden bleibt mal da drin. Und dann müssten wir noch ein Polybag. So sieht dann der Polybag aus. Hat sogar eine Nummer. Ist die 11915. Das Ganze ab 6 plus, wie wir es gewohnt sind, für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren nicht geeignet. Und da würde ich sagen, ich baue jetzt erstmal das Hoverbike zusammen und danach schauen wir uns noch Nier in groß an. Wir haben hier wirklich eine gute Anleitung für unser Hoverbike. In Klammern Motorrad oder umgekehrt. Die Idee ist auf jeden Fall mal richtig gut umgesetzt. Wir haben hier dann 63 Steine, die wir verbauen können. Insgesamt auf 24 Bauschritte verteilt. Wir haben sogar noch ein paar Teile über gehabt. Wirklich lässt sich super zusammenbauen und hat am Ende auch wirklich eine coole Optik sowie ein paar richtig coole Funktionen, sodass wir unser Hoverbike oder Motorrad richtig cool in Szene setzen können. Auch die Farben, wir haben hier hellblau, schwarz, grau, aber auch Gold und Silber mit verbaut. Sowie vorne dran zwei Start-Shooter. Also meiner Meinung nach wirklich ein richtig gelungener Bild, den sie uns hier geben. Unsere Nia in ihrem anthrazitfarbenen Anzug, mehr Silber als Anthrazit. Die Hose ist vorne richtig schön detailliert bedruckt, auch noch die Fußspitzen. Der Torso vorne wie hinten, alle schön in Anthrazit, Silber, Schwarz gehalten. Leichte hellblaue Linien und noch ein paar Zeichen auf ihrem Anzug. Wirklich richtig klasse gemacht. Dann haben wir hier ihre zweigeteilte Ninja-Kapuze, auch in Schwarz und schön Silber-Anthrazit gehalten. Und was mir am allerbesten gefällt, dass ihr Symbol oben auf der Ninja-Mütze mit aufgedruckt ist. Zudem bekommen wir hier noch ein richtig cooles Wendegesicht und zwei silberne Katana. Also wirklich eine richtig geniale Minifigur, die wir hier bekommen. Und dann fasse ich nun einmal zusammen, was wir heute hier bekommen haben in unserem Lego Ninjago Master of Spinjitzu Abenteuer selbst gebaut. Die größten Duelle. Wir bekommen zum einen ein Buch mit vielen richtig schönen Bauideen für Jung und Alt, was die Ninjago-Welt angeht. Und dann haben wir hier noch ein Motorrad in Klammern Hoverboard mit wirklich vielen coolen gewählten Steinen. Lässt sich auch super mit der Anleitung zusammenbauen. Und natürlich haben wir hier unser Nia, eine wirklich richtig geniale Minifigur. Und zudem bekommen wir hier noch, was mir persönlich auch richtig gut gefällt, zwei Lesezeichen und zwar einmal Nia selbst und noch einmal den Lloyd. Das Ganze hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 22 Euro. Jetzt kostet es nur noch 14,95 Euro ein Buch bzw. eine Box aus dem Jahr 2019. Ich bin wirklich froh, dass ich mir sie gegönnt habe und ich kann sie wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, ihr findet diese Box bei Hufu Kinderland oder auch auf Amazon. Dafür findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Aber ihr wisst, alles, was ich hier sage, ist nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne in den Kommentaren, was haltet ihr von unserer Ninjago Abenteuerbox. Dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Horgi.